Interessanter sind die nächsten beiden Beweismethoden, weil die teilweise so ein bisschen kontraintuitiv sind und bei vielen Leuten am Anfang erstmal so ein bisschen schwer zu schlucken sind. Das erste Beweisprinzip nenne ich hier mal Kontraposition. Das ist ein durchaus üblicher Begriff, aber ich habe Ihnen schon mal ins Skript geschrieben, dass der Begriff nicht überall gleich benutzt wird. Das müssen Sie auch nicht abschreiben. Die Kontraposition beruht auf der folgenden Tautologie. Aus P folgt Q ist äquivalent zu der folgenden Formel, also beziehungsweise gleichwertig zu dem hier. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, über diese Tautologie. Hier steht aus P folgt Q. Hier ist vor P und Q jeweils ein Nicht geschrieben worden, also beide Aussagen sind negiert worden, aber gleichzeitig musste die Reihenfolge vertauscht werden. Also hier kommt erst P und dann Q, hier kommt erst nicht Q und dann nicht P. Und dazwischen steht ein Doppelfall, das heißt, diese beiden Aussagen sind wirklich völlig gleichwertig. Aus P folgt Q, Beispiel, wenn es regnet, wird die Straße nass. Die Umkehrung war, wenn die Straße nicht nass ist, können wir daraus folgern, dass es nicht geregnet hat. Ja? Diese beiden Aussagen sind gleichwertig. Also aus der können wir die folgern und aus der können wir die folgern. Sind völlig gleichwertig. Das bedeutet, wenn Sie sowas beweisen wollen wie hier, was wir bisher im direkten Beweis so Schritt für Schritt gemacht haben, dann können Sie stattdessen auch das beweisen. Jetzt könnte man sich fragen, warum soll ich das hier beweisen? Das sieht doch schwieriger aus. Also diese Aussage hat doch auf jeden Fall erstmal weniger Zeichen als die hier. Was sollte es für einen Grund geben, die zu beweisen? Manchmal ist es halt einfach so, dass diese Aussage, bei der man das Ganze umdreht und die beiden Teile negiert, sich rausstellt als die einfachere von beiden Aussagen, sodass es im Endeffekt leichter ist, das zu beweisen. Das weiß man vorher nicht. Das ist eine Frage des Gefühls oder des Rumprobierens. Da gibt es kein Patentrezept dafür, aber manchmal ist es sinnvoll, das hier zu machen. Dafür auch erstmal wieder ein einfaches Beispiel und dann machen wir noch was mit Zahlen auch wieder. Das wäre jetzt 1, 3, 3. Ach, nehmen wir mal wieder eins von den schönen Fußballbeispielen. Ich schreibe mal hin, wenn das Pokalfinale mit einem Unentschieden endet, dann, was passiert, dann gibt es eine Verlängerung, ne? Dann gibt es eine Verlängerung. Da kann man genau wie eben diesen Satz in seine Einzelteile zerlegen. Das Pokalfinale endet mit einem Unentschieden. Das ist eine Aussage, das nenne ich mal P, das ist der blaue Teil. Und die andere Aussage ist, es gibt eine Verlängerung. Das ist die grüne Aussage, die nenne ich mal Q. Dann ist das, was hier steht, die Aussage aus P folgt Q. Das kann ich wieder anmarkern. Das ist ja eine Wenn-Dann-Aussage, ne? Also wenn P, dann Q. Wenn das Pokalfinale mit einem Unentschieden endet, dann gibt es eine Verlängerung. Und der äquivalente Satz dazu ist einfach, schreibe ich auch schön farbig hin. Aus Nicht-Q folgt Nicht-P. Und wie würde man das umgedreht formulieren? Also wenn Sie nach dem Spiel jemanden fragen, hat es eine Verlängerung gegeben und der sagt, nein, es gab keine Verlängerung, dann wissen Sie, es kann nach 90 Minuten nicht unentschieden gestanden haben, sonst hätte es ja eine Verlängerung geben müssen. Ne? Das ist, nichts weiter steht dahinter. Das ist also die Umkehrung der Aussage, wenn es keine Verlängerung gegeben hat, dann endete das Pokalfinale eben nicht mit einem Unentschieden nach regulärer Spielzeit. Das nochmal, um das klarzumachen mit dem Umdrehen der Aussagen, genau wie mit dem Regen und der nassen Straße. Und daraus wollen wir jetzt mal einen Beweis machen für einen sehr bekannten, sehr wichtigen, sehr alten mathematischen Satz. Das ist der Satz, der nach Herrn Euklid benannt ist. Der Name fiel ja eben schon mal.
Und ich schreibe erstmal hin die übliche Formulierung dieses Satzes. Üblicherweise nennt man den, wenn man es ganz kurz fassen will, sagt man, der Satz von Euklid besagt, es gibt unendlich viele Primzahlen. Und man kann auch das anders formulieren. Man kann das zum Beispiel so formulieren, dass man sagt, für jede Primzahl, für jede Zahl, die man vorgibt, findet man eine Primzahl, die noch größer ist. Das läuft aufs Gleiche hinaus. Ich möchte den Satz ein bisschen anders formulieren, damit wir daraus eine Wenn-Dann-Aussage machen und wir dann sehen, was wir überhaupt beweisen wollen. Und zwar möchte ich den Satz folgendermaßen formulieren. Also ich schreibe mal umformuliert. Wenn A die Ansammlung aller Primzahlen ist. Ich zögerte eben etwas, ich wollte eigentlich sagen, wenn A die Menge aller Primzahlen ist. Wir haben bloß noch gar nicht über Mengen gesprochen. Wenn Sie den Begriff Menge schon kennen, können Sie auch einfach sagen, die Menge aller Primzahlen. Also einfach ein großer Haufen, alle Primzahlen auf einen Haufen geworfen. Wenn A die Ansammlung aller Primzahlen ist, dann ist A unendlich. Gleicher Satz wie oben, es gibt unendlich viele Primzahlen, nur ein bisschen umständlicher formuliert, damit wir ihn wieder in zwei solche schönen Teile zerlegen können. Der blaue Teil A ist die Ansammlung aller Primzahlen und der grüne Teil wäre dann A ist unendlich. Und daraus kann ich wieder so eine aus P folgt Q-Aussage machen. Das ist das, was wir beweisen wollen. Wir wollen beweisen, wenn ich die Ansammlung aller Primzahlen betrachte und ich nenne die A, dann folgt zwangsläufig, dass diese Ansammlung A aller Primzahlen unendlich ist. Was wir aber stattdessen jetzt beweisen werden, weil man nämlich viel leichter zeigen kann, dass das wahr ist, wir werden die folgende Aussage zeigen. Ich schreibe es erstmal hin. Wenn ich eine Ansammlung von Primzahlen habe, die nicht unendlich ist, also die endlich ist, dann ist das nicht die Ansammlung aller Primzahlen. Das schreibe ich nochmal hin. Also wir zeigen stattdessen, weil es einfacher ist. Also wir machen das nicht, um zu zeigen, was wir in Logik alles gelernt haben, sondern weil das, was ich Ihnen jetzt in Blau hier hinschreibe, einfacher zu beweisen ist. Wir zeigen stattdessen, wenn A eine endliche Ansammlung von Primzahlen ist, dann ist A, oder dann, sagen wir mal, schreibe ich es mal anders, dann enthält A nicht alle Primzahlen. Dann enthält A nicht alle Primzahlen. Machen Sie sich klar, dass wenn Sie das bewiesen haben, Sie bewiesen haben, dass die Ansammlung aller Primzahlen unendlich sein muss. Ja, also hier steht, wenn Sie irgendeine endliche Ansammlung von Primzahlen haben, dann können das nicht alle sein. Das ist das, was wir zeigen werden. Daraus folgt, wenn Sie dann mal wirklich alle haben, dann müssen das unendlich viele sein. Okay? Das machen wir nach der Pause.